Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Icewind Dale. Ja, wir sind in Dorntief angekommen. Also im richtigen Dorntief, nicht in den Außenhöhlen. Da, Dorntief. Von der abgetrennten Hand aus. Und ja, Dorntief ist überrannt worden von Orks und Dunkelelfen. Du bist noch ist das unsichtbar. alles? Dann gucken wir doch mal, was haben wir hier alles. So, ein paar Orks. Wie kann ich helfen? Tätig werden müssen. Vorwärts! Was ist los? Die sich zum Glück schnell und leicht erledigen lassen. So, du suchst mal das Weite. Und auch nicht, weil es hat nicht funktioniert, sie anzulocken. Okay, nur der Neo-Orok-General, der will kommen. Dein Befehl? Möge der Götter euch gnädig sein! Weiter! Woran hast du gedacht? Wenn es sein muss... So, kriegen wir jetzt auch noch die restlichen drei dazu, dass sie uns folgen. Ja? Spür meine steinerne Klinge! Ich höre, du sollst es geschehen. Sag, was du einverstanden. Jedenfalls zwei haben wir dazu gekriegt. Das waren die Orks hier. Jetzt müssen wir doch die Dunkelelfen da oben ausschalten. Ist etwas nicht in Ordnung? Haben wir doch Heilung. Hier haben wir. Vita Mortis. Wie kann ich helfen? Hast du noch Hand auflegen? Nein. Du hast nur Böses entdecken, was allerdings... Oh, das können wir jederzeit wieder benutzen. Böses zerschlagen haben wir, Furchtbannen. Schutz vor dem Bösen, das kannst Kann du auch nicht selber sprechen. Vita Mortis. Okay. Dein Befehl? Gewiss. Vita. Euer Ende ist nah! Spür meine steinerne Klinge! Ja? Oh, sie hat Chaos drauf? Nein, sie ist tobend. Mögen die Götter mich! Aber jetzt nicht mehr. So schmerzlos wie möglich. Jetzt ist sie vergiftet. Aber immer noch tobend. Brauchst du mich? Nicht gut. Also erst einmal ein Gegengift in den Rucksack. Ist das schwer? Oh! Wie kann ich helfen? Und da ist sie tot. Okay, können wir gleich laden. Ich hätte einen Quicksave machen sollen. Was? Ich tu's. Okay, sie ist sichtbar? Warum ist sie auf einmal sichtbar? Wie kann ich helfen? Okay. Vorwärts zum Sieg!
Euer Ende ist nah. Sofort. Okay, der ist schnell gestorben. Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung? Dann heil du schon mal. Vita Mortis. Vita Mortis. Du. Was? Gering. Vita Mortis. So, ein davon. Ein davon. Fertig. Woran hast du gedacht? Ich tu's. So, dann docken wir mal die restlichen Orks an. Ja? Kommt her, wenn ihr euch traut! Töten soll es geschehen. Wie kann ich... Das macht mir nichts aus. Was? Ist das alles? Wie kann ich helfen? In Ordnung. So. Ja. Du kriegst dann auch gleich eine Steinhaut. Und verschwimmst. Überhaupt kein Problem. Weil du darfst jetzt als erstes Kettenzauber auf ihn machen. Ja, gewiss. Ich werde dich töten. Okay, jetzt hat er Chaos abgekriegt. Sag, was du von mir willst. Was ist los? Ist das alles? Kann ich helfen? Okay, du trinkst mal die Sicherheitsbeitrag. Überhaupt kein Problem. Wie kann ich helfen? Oh, ja, wenn ihr euch traut. Ich hätte schwer erwischt. Bereit zu neuen Taten. Ein Befehl. So, okay. Einverstanden. Oh, der Schatz sieht schön aus. Das wird wahrscheinlich wieder ein +1er-Dolch sein. Das ist ein +1er-Langschwert. Also ja, jetzt sollten wir da demnächst mal rasten. Wenn das alles identifiziert wurde. Ja, 1er-Langschwerter. Und 1er-Dolche. Sag, was du von mir sofort. Genau so haben wir hier Kettenhelm und Langschwert +1 wieder. Du trägst noch einen normalen Schienenpanzer. Dann trägst du jetzt in Zukunft den hier. Wie kann ich weiter? Dann nehmen wir mal alles, was hier liegt. Spinnenbrot ist netter Zauber. Grundsätzlich. So, mal sehen, was wir hier identifizieren können. Das ist auf jeden Fall ein Feldhardisch +2. Gewicht 70. Also, wenn ich ihn dir gebe, bist du auf einmal auf -4. Wenn ich ihn dir gebe, kann er nicht ausgerüstet werden wegen dem hier? Ja. Okay, das bringt dir da nicht viel. Dann trag du ihn.
So, was haben wir noch? Eine Streitaxt, die wir nicht identifizieren können, auf konventionelle Art. Die Armbrust auch nicht. Ein Gewitterbolzen aber. Und beißende Bolzen. Mhm. Axt der gefangenen Seelen. Eine Inschrift entlang der endlos scharfen Steine liest sich wie folgt. Jeder Schlag ein Stück Freiheit. Wie viele bekannte Waffen der Zwerge wurde auch diese Axt durch die Beschwörung und Gebete von Zwergenpriestern verzaubert. Die Axt der gefangenen Seele wurde erschaffen, um als Verteidigung gegen die auferstandenen Körper der Gegner und Verbündeten zu dienen, die von den dunklen Elfenzauberern unaufhaltsam gegen die Linie der Zwerge eingesetzt wurden. Sie wurden in die Schlacht des Todes von Yamov Steinbaum im Kampf benutzt, in der eine Gruppe von 20 Kriegsveteranen der Zwerge, 10 Drow-Magier und ihre Armee aus Zombies, Ghoul und Gruffschrecken aufhielt. Ja, gegen Untote und gegen Leichen. Gegen Leichen, gegen untote Leichen. Ja, wäre praktisch, das zu haben. Scharfschützenarmbrust, die Führung. Kann ich verwendet werden von Kleriker, Druide, Magier, Mönch, Schamane? Kannst du die dann verwenden? Nein. Zu schwach. Mindeststärke 11. Und du hast 10. Das heißt, wir hätten dir eigentlich vielleicht 2 Punkte Stärke geben sollen. Schade darum. Dein Befehl? Sofort! Gut, das heißt, wir nutzen hier die warmen Schmiedeöfen als Rückzugsort. Machen jetzt mal Quick Save, habe ich schon wieder vergessen. Drücken los mit Power Rocks. Mögen die Götter mich schützen! Worum handelt es sich? Ja? Mögen die Götter mich schützen! Stirb! Sag, was du vereinverstanden. Wie sieht es eigentlich so mit Stufenaufstiegen aus? Da seid ihr beide eigentlich am nächsten dran jetzt. Und dann du. So, nochmal ein Quick Save. Nochmal ein Quick Save. Rasten. Wir haben gerastet. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. So, das heißt, wir können jetzt noch hier angucken, was die Dunkelelfen hier machen. Weil hier sind ja auch noch mal Drow-Vorhut und Zauberschwert, also kein Magier. Dein Befehl, es soll geschehen. Wie kann ich am besten? Natürlich. Todeswolke haben wir jetzt noch keine. Wir haben ja erst Magie-Bannen. So, das heißt, erstmal kriegen die eine stinkende Wolke ab. Dann kriegen sie Feuerbälle. So, einen noch. Ich höre, wenn es sein muss. Dann gucken wir mal, was wir rauslocken können. Ach, da kommt einfach jemand. Ja. Nehmt keine Gefangenen! Brauchst du mich? Was? Ja. Okay, die benutzen jetzt Steinhaut. Euer Leben! Sag, was du sofort! Aber nicht in die Todesfolge. Ah, okay, die Todesfolge ist weg. Jetzt können wir draufkloppen.
Was ist los? Ist das alles? Brauchst du mich? Sie ist vergiftet, das heißt, wir bräuchten einen Gegengift.